Midway präsentiert. In Zusammenarbeit mit Tiger Hill Entertainment. Eine John Woo und Terence Cheng Production. Chicago. Hol die Mutter und Hessle. Komm her! Hol die andere! Suchen Sie Ihren Korb. Schicken Sie wen zum Kowloon Square. Finden Sie den goldenen Hasen. Ein Mann, eine Stunde. Ein Mann? Das ist eine Falle, Captain. Wenn ich gehe, fliegt meine Tarnung auf. Und dann fehlen uns zwei Korps. Beruhigt euch. Der gibt uns keine Befehle. Ich schicke keinen Mann. Ich schicke ein ganzes SWAT-Team. Das werden Sie nicht. Sie geben auch keine Befehle, Tequila. Ein Korb ist verschwunden. Es gibt nur eine Spur. Schicken Sie SWAT und die Spur ist weg oder tot. Es wäre verrückt, allein zu gehen. Du warst immer der Verrückte, Jerry. Was ist passiert? Wäre ich verschwunden, würde ich hoffen, dass einer von uns geht. Schicken Sie niemanden, Captain. Sie wären mir nur im Weg. Nicht, Tequila. Das ist eine Falle. Das hoffe ich. Die sollen ja nicht unsere Zeit verschwenden. Kommen Sie zurück, Tequila. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Stranglehold. Mit mir, dem Pyrus. Wir machen ja hier ein neues Spiel. Jetzt ein Third-Person-Shooter. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, es wird spaßig. Ich habe das, glaube ich, mal durchgespielt. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es hier rumliegen und dachte mir so, ja komm, ich kann mich ans Ende jetzt nicht erinnern. Ich weiß nicht mehr, wie es endet. Ich kenne auch keine Mission mehr. Und ich kann den Anfang auch nicht, wie das Spiel anfängt. Ich weiß nicht, ob das jemals durchgespielt habe. Gespielt habe ich es. Wie weit? Keine Ahnung. Deswegen würden wir es einfach durchspielen. Ist ganz lustig, das Game. Ist ein bisschen angezockt. Ich bin sehr gespannt. Vorsicht, Tequila. Dies ist eine harte Nachbarschaft. Ziehe Leertaste zum Hechten und ziehe linke Maus zum Schießen. Na gut. Die Tequila-Zeit schaltet sich automatisch ein, wenn du während des Hechten auf einen Feind zielst. Hier liegen schon mal zwei Pistolen rum, das ist schon mal sehr gut. Hier liegen auch noch mal zwei Pistolen rum. Ist in Hongkong wohl normal. Eigentlich liegen da einfach mal so Waffen rum, ich habe keine Ahnung. Wo Hongkong? Wer kennt's nicht? Wie bitte? Das Gute ist, ich muss nicht nachladen. Das ist schon mal ganz praktisch. Den Quatsch kann ich mir sparen. Naja, man kann auch so machen. Yeah. Cool, ne? Na, und das Prinzip kennt man natürlich, das Spielprinzip. Wieso liegen hier bei Waffen rum? Okay. Okay. Hier liegen aber überall Waffen rum. Ist okay. Nicht, dass die Mission ausgeht, ne? Ja.
Bam. Kein Problem. Für einen ausgebildeten Cop wie mich. Weil ich kann den Captain verstehen, warum er sich losschicken wollte. Und wir hier schon anfangen, gleich halb Hongkong jetzt zerstören, dann kann ich's verstehen. Also, um die Mission-Informationen jetzt beim Handy abzurufen, drücke Leertaste. Untersuche den Markt, suche nach dem goldenen Hasen. Ach, das ist Untersuchen. Ach so, ja gut, Untersuchen. Untersucht man. So, ganz normale Polizeiarbeit, ne? Ja, wie kommt die Mission und das hin? Ist aber cool gemacht. Das Ding hier, oder? So, ne? Ah. Ach so, okay, da muss ich mal da drauf. Kontrollpunkt neu starten, okay. Option. Look Spring und was? Was ist denn Look Spring? Look Spring, okay. TV-Typ, okay, TV aus da. Horizontal. Achso, das ist, hoch, runter, umkehren. Ja, wer macht denn das? Hoch, runter, umkehren. Gott, wenn hoch, wäre ja voll irre. Ja. Das steht jetzt nur, dass man ja auch hier, warte. Genau, jetzt sieht man die Linie. Jetzt kann man einfach. Da kriegt man auch Punkte für. Ich überspringe das jetzt einfach mal, weil das ist echt nur so Gameplay-Information. Und ganz ehrlich. Yeah! Ja, genau! Ich finde die Idee echt bekloppt. Was? Gut. Genau, bis hierhin habe ich gespielt. Also die Cutscenes habe ich mir übrigens nie angeguckt. Ich habe es nur bis hierhin gespielt, um ein bisschen warm zu werden mit der Steuerung. Und so kurz mal anzutesten. Wie läuft das Spiel? Der läuft sehr witzig. Wie er läuft. Ja gut, man merkt, das ist ein älteres Spiel. Aber es spielt sich gut. Es spielt sich flott. Also man kann ja auch hochrutschen. Ich lauf hoch. Ja. Kontrollpunkt, sehr schön. Was? Ja, das ist mein erster Kontrollpunkt. Ach du Scheiße. Also ich verstehe gar nicht, warum der Inspektor uns nicht mag, ey. Für stilvolle Bewegungen, Führe stilvolle Bewegungen aus, um Sterne zu sammeln. Okay, das Icon, Gesundheits-Icon leuchtet auf, sobald du genügend hast. Drücke 1, ja, um dich zu heilen. Um die Killer Bombenenergie direkt in Gesundheit umzuwandeln. Bombenenergie? Wenn du dem Tod nahe bist, kannst du dir somit einen Gesundheitsschub geben. Drücke 1 um die Tequila Bombenenergie, okay. Warum heißt es eigentlich Tequila? Oder ist es am Saufen entwickelt, das Spiel, oder wie? Hat Midway gesoffen, als sie es entwickelt haben? Oh. Hat. Ja, wow. Finde Papierkraniche, um den Tequila Bombenzähler zu füllen. Kannst verschiedene Papierkraniche hören. Okay. Wir hören die. Sind wir paranoid? Ein bisschen?
Nächster? Ach, der ist das. Ach du Scheiße. Diese Action-Sequenzen sind geil. Bin stehen bleiben. Weil irgendwie. Gut. Aber Midway hat immer so komische Action, hat immer so irgendwie. Also die haben auch andere, ich habe auch ein anderes Action-Spiel von denen gespielt. Die sind zwar immer lustig, die inszenieren das aber nur ganz witzig, die Action. Also, ich habe mich jetzt gestört, das finde ich gut gemacht, muss ich sagen, aber es hat einen eigenen Charme. Wie wechselt meine Waffen? Mit E, natürlich E. So. Waffenwechsel E, das ist natürlich auch naheliegend. So. Hallo? Tanz mit mir in den Morgen. Oh ja. Was ein Mörder. Also, ein halbes SWAT ist zu krass. Also, wir sind schlimmer als ein SWAT, ey. Oh, was, Junge. Ist ja gut jetzt hier. Alter! Das ist die Falle, ne? Yo. Hallo. Wie geht's denn so? Wie geht's denn Frauen und Kinder? Gut? Zu langsam, mein Freund. Ah, jetzt, weißt du, jetzt hast du immer die Waffen wechselt, vorher nicht. Boah, Alter, ja. Jo, jetzt geht das Spiel richtig auf. Wo war denn der letzte Kontrollpunkt, keine Ahnung. Oh. Hab ich ihn immer in die Fresse gehauen? Ja, genau. Wie ist mir das Spiel denn sympathisch? Also Midway, ich glaube, die gibt's doch gar nicht mehr, ne? Die haben auch, wer ist denn das Spiel? Real Man gemacht mit Vin Diesel. Glaube ich. Ja, ich glaube ja. Ist auch irgendwie ganz lustig. Das ist auch witzig. Hat auch irgendwie so ein. Also irgendwie hat es auch so ein gewissen. Es hat auch ein bisschen Wissen. Trash will ich nicht sagen. Trash ist ja oft so negativ mit schlecht. Also minimalen. Ja, also da haben wir so sehr den eigenen Charme, das Spiel. Ich meine, einerseits ist die Story relativ ernst erzählt, ne, mit einem toten Kopf. Und auch jetzt, wo dann eine Familie entführt wurde, wenn ich das in der Intro-Sequenz richtig sehe, schätze ich mal, dass es eine sehr persönliche Story wird. Aber andererseits haben sie ja auch ein bisschen Gag mit eingebaut. Finde ich ganz witzig. Finde ich echt, gefällt mir. Also ist mal was anderes, muss man sagen. Aber man kann ja auch so ein Spiel entwickeln, ne? Yeah. Ich bin cool, weißt du so. Er hat keinen Hochschluck auf, er springt, wenn ich. Immer. Oh krass, ein Mann mit Pistole. Oh krass, zwei Männer mit Pistole. Okay, was? Drei Männer mit Pistole. Oh, ich, jetzt? Du bist in einem Standoff. Aha.
Du musst die Feinde einem nach dem anderen ausschalten, indem du den rechten Stick auf sie zielst und überlege, was du schießt. Weiche natürlich mit dem linken Stick aus. Was ist ein Stick? Achso, du meinst womit? Also mit AD. Kann es sein, dass das Spiel für Konsole entwickelt wurde und für PC zwar geportet, aber nicht übersetzt wurde? Schieß in der Umgebung auf Objekte, die dir behilflich sein könnten. Oh. Oh Gott, ich hätte gleich nehmen sollen, oder? War doof, ne? Ja, das war ein bisschen doof, kann das sein? Ich glaube, das kann mir jetzt ein Verhängnis werden, dass ich jetzt gleich genommen habe. Egal. So schwer ist das Spiel bis jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wie schwer das wird, aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass es sehr schwer wird. Momentan geht das... Oh Gott. Ja, oh Gott, dann geht's los. Ich muss einfach hin. Da oben. Ja, ich hätte Speer nehmen sollen. Egal. Egal, fließt damit wieder auf. Ich kann mir halt nur echt vorstellen, dass der später... Wieso hab ich da von der 11 Schuss? Das ist doch vollkommen blöd. Hey, hier haben wir so viele neue Schrotflinte, da kann man davon nur so und so viel einsammeln. Ey, ist das echt so limitiert? Ist das echt krass? Oh Gott. Na gut. Na gut, vielleicht sind aber nur Spezialwaffen, ne? Das kann sein. Ich weiß es nicht. Heißen, werden die Pistolen einfach unter Raubwaffen über das ganze Spiel? Weil andere sind einfach so Spezialwaffen. Also, ich weiß aber nicht. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Oder ist das welche sehen. Da ist jetzt ein Medikit. Ja, wieso kann ich den jetzt nicht aufheben? Ja, nee, Video. Ja, es geht aber nicht. Komischerweise. Ich weiß nicht, ob ich zurückkomme. Da ist so ein Papierflieger da. Wie hieß das denn? Kranich, genau. Ich fliege. Auch ein Präzisionsschutz freigeschaltet. Ja. Und. Ja, das habe ich gesehen. Pistol Wegen. Okay. Ja, okay. Auch mal. Wird ins Maul fast. Schön. Mein Humor, ey. Ah, ganz ehrlich, komm. Also müssen wir uns nachher entscheiden. Einmal ins Maul fassen. Was ist denn da passiert? Ist es der Mundgeruch? Nein, es ist nicht gewesen. Es sieht halt so aus, als würde er in seinem eigenen Mundgeruch verrecken. Ha! Da wollte ich nochmal mitteilen. Eindeutig. Ich bin. Oh. 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 Mm. Wer hat den Kopf getötet? Frag die I-9s in Tai-O. Aber beeil dich. Morgen ist keiner mehr übrig. Du bist morgen auch nicht mehr übrig, mein Freund. Ja, bin ich cool. Weil macht schon Spaß mit. Nein. Man hat nur gewisse Zeit. Achso, das hat das Spiel aber nicht, ne? Die wichtigsten Informationen werden wieder vorenthalten. Was? Ja! Nein!
Das ist eigentlich ganz gut. Ist es eigentlich gut, wenn du ein ganzes Milchkit frisst? Lee hier. Jerry hat Infos über einen Deal im Teehaus. Golden Kane leitet es. Darum sollen sie warten, bis ich Verstärkung schicke. Nein, Captain. Ich habe eine persönliche Einladung. Tequila! Das sind wir, der Polizist! Alter, wir sind kein Polizist, wir sind... Weiß ich auch nicht. Ich bin ein toller Polizist auf jeden Fall. Muah! Oh, ins Auge! Geht sich denn auch immer dahin? Aber ist schon cool gemacht. Man muss es mal sagen, ne? Geht sich denn dahin fest und so? Ich meine, der sich dann in die Körperregion fest, wo man hinschießt, ist schon eine nette Idee. Ich will, was hat der Inspektor nicht gegen meine Arbeit? Oh, oh Gott! Entschuldigung! Oh, aua, au, bin die Eier. Ja, der kriegt keine Kinder mehr. Ungerechtig grausamer Tod. Wir sind Polizist, hallo. Tequila? Wie ich ihn mag. Nur dir bekommt er. Wieso ist er noch nicht tot? Keine Schützen mehr. Warum versuchst du es nicht mal? Jung braucht mich in Mega. Der Imperial Nein-Deal wird gerade am Haupttisch abgezogen. Tequila soll da sitzen bleiben. Haben Sie die Pässe? Zu leicht. Das ist nicht alles. Wong hat dem Betrag zugestimmt. Haben Sie die Pässe nun oder nicht? Mir ist scheißegal, was Wong gesagt hat. Das ist ein Ein-Nein-Deal. Ganz locker. Da ist ein Cop an der Bar. Sie bringen Cop mit? Achso, man kann denken gehen. Achso, noch cool. Weißt du was? Jetzt ist Zeit. Dafür ist okay, dass ihr keine Schützen mehr habt. Habt ihr mal viele Schützen. Hallo. Ah, geht gut. Ende. Gewonnen. Vielleicht sollt ihr eure Schützen mal besser ausbilden. Achso, da oben. Am nächsten. Hi.
Voll in den Arsch rein. Oh, Mist. Ich muss ausprobieren, welche Körperteile funktionieren, welche nicht. Das ist eine wissenschaftliche Studie, die ich hier abschließen werde. Die wird alles verändern. Hi. Guten Tag. Er schreitet und bin unrecht. Okay, das ist nicht so. Also, okay, der hat Bauchschmerzen. Eindeutig Bauchschmerzen. Salmonellenvergiftung, das Essen kam nicht gut. Wer kommt jetzt an? Ja, natürlich! Mit dem Grippe mit dem Raketenwerfer. Die Tür geht erst auf, wenn einer von uns tot ist. Okay. Lass es. Warte. Hallo. Einmal in die Eier rein. Der hat Eier aus Stahl. Merke ich sofort. Tür jetzt auf, ne? Sehr gut. Gute Mission. Sie sollten nicht allein gehen. Ich hatte zwei Freunde dabei. Das sollten wir rausfinden. Eine Kugel zwischen die Augen. Das ist eine Unterschrift. Die Imperial Nines sind die Schläger der Dragonclaw. Wong lässt die I-9s Cops verprügeln und an Golden Cane Pässe schieben. Doch der Deal lief schief. Jemand will einen Krieg anzetteln. Wir müssen sie aufhalten. Ich gehe ins Tai-O. Ich werde an ein paar Käfigen rütteln und schauen, was rausfällt. Den Teufel werden sie! Das Tai-O ist nicht ihr Gebiet, klar? Dort ermittelt die Drogenfahndung. Wir haben das unter Kontrolle. Drogengangs, Revierkriege und ein toter Cop. Das nennen sie Kontrolle. Passen Sie auf, Tequila. Wenn Sie durchdrehen, verlieren Sie Ihre Marke. Level. Was? Level. Also Level. Level Endstand. Also Level Endstand. Okay. Feinde mit 150. Höchstes Deal-Kombo 49. Schaden zur Umgebung. Au, 8 Millionen. 440.413. Ja, ups. Ah, das ist bezahlter Start. Alles gut. Okay, wenn Tequila ermittelt, ist China insolvent. Ja. Kranier gefunden, 5. Ja, von wie vielen denn? Das ist jetzt ja mal interessant. 5 ist also doof. Wenn 5 kann jetzt gut sein. Also 5 von 6 wäre gut. 5 von 20 wäre schlecht. Also da würde ich mich interessieren, wie viel ich gefunden habe. Aber egal. Ja, war eine coole Mission. Also, ich muss sagen, mal kurz zwischen, also Fazit jetzt der ersten Mission. Lustig. Die Story, ich mag das Spiel. Ich finde die Story voll cool. Also, klar ist jetzt auch nicht eine Story, ne, die jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie gut die wird. Keine Ahnung. Ich kann die Story jetzt nicht beurteilen, weil ich noch nicht durch habe. Aber, ich mag das. Ist ja irgendwie, ich meine, ein Inspektor, der da rumballert, ist irgendwie, irgendwie hat das doch was. Also ich muss sagen, es hat doch irgendwie es hat seinen Charme. Es ist auch so, ne, man merkt hier und da, okay, vielleicht nicht gerade das höchste Budget, aber, es hat schon überall seinen Charme, ist schon echt schön. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen. Hat mir echt Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Strange Road. Wie heißt das Spiel? Strange Road? Wie heißt das Spiel eigentlich? Das hat so einen komischen Namen, den ich mir nie merken kann. Es ist Strange Road. Genau. Strange Road heißt das Spiel. Irgendwie, der Name irgendwie, keine Ahnung, kann ich mir nicht merken. Habe ich schon 100 Mal gelesen. Das ist ein Name, den ich mir nicht merken kann. Ja. Nehmen wir es einfach John Woo. Nee. Aber es ist von John Woo, der ja auch Filme gemacht hat. Der ja auch, auch viele Actionfilme revolutioniert hat. Die John Woo Technik. Ja. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Pirates. Tschüssi. Bis dann. Bis zur nächsten Folge. Ciao.